Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu dem neuesten Karlchen-Knack-Abenteuer. 24 Stunden als Feuerwehrmann. Viel Spaß dabei. Hahaha, ja, spielen, juhu. Hey, Danny, schau mal, was ich mitgebracht habe. Ich hab Mutti die Streichhölzer aus der Handtasche geklaut. Peter, warum machst du das denn? Was hast du denn damit vor? Sag mal. Das wirst du gleich sehen. Zuerst mal Deckel auf und dann den brennenden Streichholz rein. Mensch, Peter, sowas ist doch gefährlich. Lass das. Ach was, inwiefern soll das denn bitte gefährlich sein? Wow, schau mal hinter dich, Peter. Wow, wie konnte das denn passieren? Oh, es brennt. Hilfe, Hilfe. Was? Es brennt? Oh, ach je, ich muss schnell was tun. Den schnappe ich mir. Schnell. Puh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, da kommt noch schon die Feuerwehr. Feuerwehrmann Ben ist da. Wo brennt's? Im Moment nirgendwo, Ben. Ich hab schon alles gelöscht. Karlchen, du? Oh, dich schickt der Himmel. Ich bin momentan allein im Einsatz. Könntest du mir nicht auf der Feuerwache helfen? Bitte, Karlchen, du musst mir helfen. Und dir auch. Teilt doch dieses Video, damit ich neue Feuerwehrleute einstellen kann. Ja, je mehr Leute es teilen, desto besser könnt ihr helfen. Vielleicht finde ich dann neue Leute. Also, Karlchen, wie sieht's aus? Ich als Feuerwehrmann? Klingt interessant. Na gut, wenn du mich so bittest. Wunderbar. Na gut, dann steig ein und los zur Feuerwehrstation Lichterloh. So, wir sind da. Oh Mann, das sieht ja echt aus wie ausgestorben hier. Wo sind denn hier alle, Ben? Ist ja wie in einer Geisterstadt. Na, das kannst du laut sagen, Karlchen. Momentan geht bei uns die Grippe rum. Ja, ja. Und deswegen finde ich es auch toll, dass du mir helfen willst. Komm, ich zeig dir am besten als erstes mal die Station. Oh, schon wieder der Nächste. Feuerwehr Lichterloh, Bettina am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo, bitte, ich brauche Hilfe. Bei mir ist eingebrochen worden. Tut mir leid, aber für Einbrüche sind wir leider nicht zuständig. Bitte wenden Sie sich an die Polizeistation. Feuerwehr Lichterloh, was kann ich für Sie tun? Aha. Ja? Okay. Oh, tut mir leid, wenn Ihr Hund weggelaufen ist, dann warten Sie bitte noch ein paar Tage. Der wird bestimmt wiederkommen. Dies ist das Herz unserer Feuerwehrstation, die Kommandozentrale. Und unsere gute Bettina hält das hier alles am Laufen. Siehst du die ganzen Telefone bei ihr? Die stehen nie still. Ich würde ja wahnsinnig werden, wenn die Telefone die ganze Zeit klingeln. Wow, wirklich beeindruckend. Ja, nicht wahr, Karlchen? Das ist wirklich unglaublich. Und, ja... Jungs, schön und gut, dass ihr mir hier gut zureden wollt. Aber ich telefoniere gerade, wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ich habe zu tun. Entschuldigung. Mann, wo sind wir denn hier gelandet? Warum ist denn hier nichts los, Ben? Alle Feuerwehrleute, die gerade nicht im Einsatz sind, verbringen hier ihre Zeit. Das ist nämlich unser Pausenraum. Also, du ziehst dich erstmal um, Karlchen, dann reden wir weiter. Ja, ja, ist ja gut. Warte mal. So, zufrieden. Fehlt nur noch der Helm. Jo, sehr schön, Karlchen. Dann können wir gleich anfangen. Ben, ist das dein Ernst? Ich soll schrubben? Die Autos müssen auch mal geschrubbt werden. Also, halt dich ran. Oh Mann, und ich dachte, ich könnte mal ganz cool ein paar Feuer löschen. Oh Mann, endlich bin ich fertig. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mensch, Karlchen, das sieht ja wunderbar aus. Oh, Ben. Tja, jetzt fehlt nur noch der Rest. Was? Die alle auch noch? Ben? Was ist das? Lauchsalat, Karlchen. Du musst diese Schläuche hier entwirren und nachher zum Trocknen aufhängen.
Viel Spaß damit, Karlchen. Was, ich soll das ganz alleine entwirren? Okay, schauen wir doch mal. Also hier hätten wir ein Ende und hier auch. Ja, und wenn ich jetzt hier und da ein wenig... Hä, wie habe ich denn das geschafft? Hallo, ist da wer? Kann mir irgendwer helfen? Wow! Ah, Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Zu Hilfe, Schlangen fressen mich. Hilfe, wow! Und Karlchen, wie läuft's bei dir mit den Schläuchen? Heiliger Strohsack, wie hast du das denn hinbekommen, Karlchen? Ben, hilf mir! Ben meint, ich soll die ganzen Feuerlöscher testen. Dann mache ich mich mal gleich an die Arbeit. Den auch noch? Ich habe eine bessere Idee, wie ich die Dinger testen kann. Los geht's! Karlchen, testest du noch immer die Feuerlöscher? Karlchen, was machst du denn da schon wieder? Ich kann das alles erklären. Das ist nicht so, wie du denkst. Ach Mensch, Karlchen! Du solltest die Feuerlöscher testen und nicht leer machen. Das machst du alles wieder sauber und zwar... Oh, der Alarm! Ben, Karlchen, es gab einen Unfall auf der Hauptstraße. Ein Verkehrsteilnehmer ist noch immer in seinem Auto eingesperrt. Bitte befreit ihn. Und natürlich Beeilung. Los, Karlchen, Beeilung! Jede Sekunde zählt. In Ordnung, ich mach mich sofort fertig. Na denn mal schauen, was los ist. Keine Sorge, die Feuerwehr ist jeden Moment da. Schönen guten Tag, Feuerwehr Lichterloh. Was ist denn passiert? Mein Freund ist in einem Auto eingeklemmt. Er kommt nicht mehr raus. Keine Sorge, der Herr. Noch einen Moment Geduld, ja? Keine Panik. Yo, das ist ein klarer Fall für den Bolzenschneider. Das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich ihn gleich mitgebracht. Ja, super, Karlchen. Dann zeig mal, was du damit drauf hast. Aber natürlich. So, bitteschön, komm sehr vorsichtig raus. Oh, vielen, 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 vielen Dank. Kein Problem. Uah. Oh, was ist denn mit Ihnen passiert? Oh je, da ist wohl Benzin ausgelaufen, nicht wahr, Karlchen? Scheint so. Naja, egal, wir haben erstmal einen neuen Auftrag, Karlchen. Eine Katze hängt im Baum fest, wir müssen uns sofort darum kümmern. So, Miezekätzchen, da bin ich. Keine Sorge, Miezekatze, gleich bist du wieder unten. Komm her, Miez, Miez, Miez. Mensch, Karlchen, das nenne ich Einsatz. Wirklich? Ja, wirklich. Naja, allerdings haben wir schon den nächsten Einsatz. Einen Brand in einem Apartmenthaus. Los, beeil dich. Auf geht's. Ich bin bereit. Lass uns los. Hilfe, Leute, rettet uns. Bitte, bitte, durch das Feuerwehr. Oh mein Gott, bitte, die Leute da. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Wann kommt denn die Feuerwehr? Die Leute da. Keine Sorge, die Feuerwehr ist da! Oh je, das sieht übel aus mit den Leuten da oben. Hilfe, 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 jemand muss uns retten. Hilfe, bitte helfen Sie uns. Zur Hilfe. Karlchen, mach dich einsatzbereit. Wir nutzen den Leiterwagen. Bitte, Hilfe. Bitte, so helfen Sie uns. Hilfe. Keine Sorge, Feuerwehrmann Karlchen ist schon da. Schnell geben Sie mir ran, Sie sind gleich in Sicherheit. Schnell, Maria, du zuerst. Ja, Mama. Jetzt du, Mama. Los, runter mit uns. Bitte, bitte, helfen Sie mir. Es brennt. Keine Sorge, ich bin schon da. Steigen Sie rüber. Ja, runter, runter, runter. Immer mit der Ruhe, Sir. Hilfe, Hilfe, so helf mir doch jemand. Da bin ich doch schon. Und abwärts. Wasser, Marsch!
Vielen Dank, Mister. Sie haben uns gerettet. Ach, das ist die Pflicht eines Feuerwehrmannes. Und Ben, das war's doch, oder? Ja, ganz genau, Karlchen. Jetzt heißt es nur noch... Ja, hier, Hauptfeuerwehrmann Ben, was gibt's? Ben, gerade kam ein weiterer Notfall rein. Die Frau war total aufgelöst. Schaut mal bitte nach. Na denn, Karlchen, einsteigen und los! Jawohl, Chef! Auf geht's! So, hier sind wir richtig. Moment mal, das ist mein Haus. Carla, was ist denn los? Oh mein Gott, bitte, bitte sei vorsichtig. Hey, Carla, warum hast du denn bitte schön die Feuerwehr angerufen? Nanu? Karlchen? Seit wann bist du bei der Feuerwehr? Ach, egal. Karlchen, schau doch nur nach da oben. Hä, was soll denn da bitte sein? Wow! Mensch, Carla, wie hat er das denn hinbekommen? Wenn ich das nur wüsste, Karlchen. Ich habe nur einen Moment nicht aufgepasst. Und weg war er. Kurz darauf habe ich ihn da oben gefunden und die Feuerwehr gerufen. Na, dann wollen wir ihn mal runterholen. Keine Sorge, Kuno. Papi kommt schon. Keine Sorge, Kuno. Der Papi ist da. Kuno und die Vorsicht. Ich hoffe, du hast wenigstens deinen Spaß, Kuno. Na los, komm her. So, jetzt bist du wieder in Sicherheit. Na Leute, da haben wir aber nochmal riesen Glück gehabt, oder? Feuerwehrmann sein ist anstrengender als gedacht. Nicht wahr, Kuno? Und, wollt ihr mal zu der Feuerwehr? Schreibt's mal in die Kommentare, das würden wir gerne wissen. Hier oben links könnt ihr uns abonnieren, indem ihr auf das Logo klickt. Und hier rechts findet ihr unsere letzten beiden Abenteuer. Schaut doch mal rein. Also, bis bald.